Herzlich willkommen hier, zweite Folge in Thüringen. Wir werden jetzt mal die Fälle sammeln. Einen haben wir schon gemacht, der war leider tot. Müssen wir kurz mal starten. Wir kennen jetzt mal den Weg hin zum Gymnasium. Der Ganter hier und dann ohne Futter für die Tiere ins Silo. Auch wir wissen mal frei, dass man nicht so extrem doll rutschen muss. Dann haben wir eine Runde. Immer volle Tröge, ne? Also Futter, wie sie. Dann haben wir den Weg frei Richtung Heu. Ein Traktor ist schon voll gemacht worden. Also am Anhänger, der Traktor ist ja eh nicht voll, aber der Traktor, ne? Okay, kommen wir zurück. Besser hochkommen und runter vor allem. So, jetzt fahren wir hier durch. Jetzt hier vorne auch noch mal ein bisschen. So habe ich auch ein anderes Programm noch mal neu gestartet hier. Den Rechner neu hochgeladen, also das ist ja mit 70 Grad heiß war, das war ja ein bisschen viel. Und jetzt haben wir normale Temperaturen mit 55. Wer weiß, was da los war. So, jetzt fahren wir Richtung Fußball, ne? Machen wir die Beine ganz sauber, hier mit dem rechts rüber, dann ein bisschen mehr Platz kriegen hier. Dann gehen wir rein. Wir sollen in die Mitte finden. Und jetzt haben wir wieder den Track hier weg. Und die Kühe machen ein bisschen Mist. Leicht, ein bisschen, ne? Nicht viel, aber leicht. Und diesen Mist nehmen wir auch weg. Rechts von uns. Jetzt fahren wir Richtung Wasser. Jetzt fahren wir rechts runter hier. Falls wir mit dem nächsten Anhänger im Stroh und Futter anfahren müssen, wird da entsprechend. Bisschen verputschen. Auch noch ein Weg frei Richtung Sido. Alles geräumt kriegen wir sowieso nicht. Aber doch teilweise, ne? Sonst so liegt ja nicht allgemein. Das ist aber gut für die Bilanz vom Wasser, dass hier das drin liegt. Auf dem Feld mit Wasser haben. So, das dürfte reichen. Erstmal, ne? Stellen wir hier mal den Traktor hier rein. Bei Träge, das reicht. Dann laufen wir zur Heutrocknung und werden wir Heu Futter reinbringen und gucken, was wir brauchen. Ups. Heu können wir ein bisschen reinfahren und ein bisschen Silage. Die zwei Fuhren müssten erstmal reichen für heute. Also wieder sportlich, der Junge hier. Dann kann der Rest auch noch getrocknet werden vom Gras, ne? Na gut, normalerweise wird das Gras hier dann vergammeln, normalerweise. Damit, ja. Nicht so lange haltbar. Wir haben noch Gras hier im Lager, das auch noch. Ja, wir haben ein Schiebeschiff probiert. Aber das ist auch nicht so günstig, weil es bringt ja auch Probleme, wenn im Frühjahr überall der Schneehaufen ist und die noch nicht auftaut. Ja. Du kriegst es perfekt, ne? Ist ein bisschen schmal, unser Steuer, unser Kehrwesen. Aber gut,
Ställe werden schon sauber, ne? So, mal gleich mal gucken, dass wir die Lasen kriegen. Dann haben wir Heu. Bei dem kriegen wir aber nicht reinfahren. Die haben genug Futter. So, jetzt holen wir hier gleich mal schön die Lage aus. Finde ich ja herrlich, dass es so einfach geht. Kein Pressen, kein Nix. Können noch einen zweiten anstellen. Dann nehmen wir am besten gleich, wenn es passt. Am besten gleich über die BGH, ne? Ich hab mal einen, ne? So. Jetzt geht's in Richtung. Ja, der Mist hat lohnt sich heute nicht, das ist zu wenig. Brauchen wir sie auch nicht. Kühe eingefroren. Das wird nicht sein. Und sie haben zu wenig Stroh. Das kann es auch sein. Dass wir Stroh haben wollen. Noch mal Heu holen, ne? Ist glatt in Thüringen. Kann nicht so fahren wie im Sommer. Ja, hier wollte ich mal die Fräse versuchen, ne? Klappte ja nicht. Also, ich meine, aber Mist hat geklappt. Also, die kann aus dem Bord raus, nächstes Mal. Muss man merken. Oh, leicht daneben. Was echt der Fetter ruhig eigentlich. Sonntag ein bisschen Schnee. Und der Winter klingt aus mit viel Schnee. Also, das wird noch. Naja, Probleme nicht. Also, halt. Ne? Und so viel fällt, dann haben wir. Naja, Probleme. Dann wird es schwieriger, die Tiere oder so. Dann sagen wir so. Und jede Meter Schnee liegt, ist schon schwierig. Ne? Müssen wir halt wegfegen, ne? So, Heu noch rein. Das dürfte wieder reichen normalerweise. Das Ding ist ja nicht leer an Mischfall, das ist ja halb voll, also fast voll von sich, ne? Ist ja nicht so ganz dramatisch. Gut. So, Düngen brauchen wir nicht. Das wollte ich jetzt wegstellen, ne? Wir stellen mal jetzt weg. Habe ich eigentlich das andere Fräse, die andere Fräse? Ich habe ja noch eine andere Fräse, aber wo genau? Die geht nicht. Tierhaltung.
Da ist das Wort. Kann doch nicht sein normalerweise, ne? BMW-Technik. Anhänger, Volvo. Manchmal ist er mal. Gut, finde ich jetzt nicht, ist auch egal. Muss ich mal schauen, ob ich das drin habe oder nicht drin habe. Wenn ja, muss ich den kaufen und wenn nicht, muss ich ihn reinschalten. Ich habe nämlich eine Marsch, eine Fräse, die ist ganz gut. Für ein bisschen Mist kann man eine Fräse nehmen. Der Pfuck ist halt weg. So, gut. Wir können ja schon mal Heu reinmachen lassen. Und wir werden das mal Richtung Holz gehen, ne? Kann er ja nebenbei machen. Die Anlage. So, kommen wir wieder. Aber keine Sorge. Mal sehen, was alles machen. Im Winter sind wir blöd, ne? Die ist zu dick. Im Winter sind die Arbeit eingeschränkt. Weil Felder kannst du nicht machen. Hier wird immer fertig. Und dann Holz, ne? Achso, na gut, von vorne. Dann geht's nicht, ne? Ich hab's nicht gesehen. Dann mal die 10 Meter. Passt gut auf unser Anhänger drauf. Wenn man gerade so einfach vom Wege reinpasst, ne? Sonst wird's eng. Genau. Wie gesagt, die Winter sind wir eigentlich ziemlich schnell durch. Tags um 5 nachts ja, lange schlafen. Ne? Jetzt nachts habe ich 30 Stunden geschlafen. Die empfehlen. Ne? Weil im Dunkeln würde ich nicht rumklaren hier. Das wäre auf Dauer auch zu eintönig. Hinter Holz, ne? Und im Winter das ist ziemlich rumkriegen. Dann geht das schon. Da können wir im Frühjahr mal ein Feld bestellen und dann kaufen. Und ja, ihr wisst ja, ne? Erst Missionsgelder kassieren und dann ein Feld kaufen. Und damit schon danke. Die Gefälle werden auch für uns interessant. Also ich persönlich ziehe ja Felder vor, die ein bisschen größer sind und in der Nähe. Was kostet Feld 40 zum Beispiel? 40 kostet 3 Millionen. Ja. Dann müssen wir noch viel Holz machen. Wird also nicht gehen. Feld 37? 1 Million, naja gut, das wäre eher machbar, ne? Also 28 kaufe ich nicht, 13 ist nicht zu bezahlen, 6 Millionen und die 10. Die 10 2,6, das wäre auch noch im Vergleich mit der Größe um anderen Feld her noch ganz gut. 8 kostet eine knappe Million, nicht ganz. 5 wäre, da könnte man den Wald wegnehmen, ne? Also na gut, Wald habe ich noch ein bisschen zu stehen, also 61 wäre nur Wiese.
Wäre auch so eine Option, ne? Also, obwohl 1,5 gar kein heftiges. 53 war 3 Millionen, das ist schon heftig. Also 54, 1,2 wäre eher machbar. Weiter dann nach Süden würde ich gar nicht gehen. Da werden die Felder nicht größer. Die 28 will ich eigentlich nicht. Wäre mit 3 Millionen ziemlich heftig. Die 14 wären noch bezahlbar und die 6,65 auch noch. Theoretisch. Die 11 von klar geht nicht. Die 9, 1,1. Ja, wenn die da nicht so nicht teuer würde, die 40 kaufen, aber die 40 kann man nicht bezahlen. Also eher die 37, denke ich mal, 1 Million, ne? Mal sehen, was da reinkommt. 1 Million. Müssen wir ansparen, ne? Müssen wir nicht hinkriegen. Spätestens zur Erntezeit das Feld dann kaufen. Hoffentlich ist da was drin, was wir brauchen können, ne? Also nicht gerade Zuckerrüben oder so, ne? Da verdienen wir nichts dran. Wären vielleicht aber leider nicht bezahlbar. Und ich hoffe, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal, tschüss und Kakao. Oder wie im Gewinkel, je nachdem, wie du möchtest. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielleicht sehen wir uns dann morgen im nächsten Folge wieder. Tschüss.